Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder ein bisschen meinen Paladin weiter leveln, hier den Lightforged, den ich jetzt mittlerweile ein bisschen transmogged habe auf Anraten von den Leuten im Stream. Und zwar schmeißen wir als erstes, dass wir so ein bisschen wissen, wie lange wir unterwegs sind, die Flask hier ein. Und zwar haben wir jetzt 20% mehr P. Wir starten jetzt gerade hier in Gorgon durch, das ist quasi das Gebiet, das am meisten Erfahrung bringt. Weil man hier am meisten von diesen Bonuszielen auch hatten. Da würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Quest habe ich auch noch, dass ich hier diesen Excel-Zauber kriege. Den will ich auch gleich holen. Mir ist immer noch ein bisschen flau im Magen. Ich habe gerade mir so den Salat reingehauen. Bisschen zu hastig und ja. Weißt du, so ein Salat, den man quasi beim Pizzatypen bestellen kann. Nicht das Optimale, würde ich jetzt mal sagen. So, und ich wollte ein paar Sachen erklären. Erstmal die Geschichte, was ich vorhin angesprochen hatte mit der Garnison. Und zwar ist es so, wenn ihr eine Garnison am Laufen habt, ist es so, dass ihr, glaube ich, jede Woche eine große Belohnung kriegt in der Garnison über eine Mission. Und oh Scheiße, da kommt diese große. Oh Kack, ich habe die Blume gepult. Weg, 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 okay. Ja, also ich mache die Erklärung gleich fertig. Also, wie gesagt, ihr kriegt eine große Belohnung, ne? Und diese Belohnung kann halt unter anderem so ein Mal der Legion sein, was wir halt vorher gerade besprochen hatten, relativ viel Gold wert ist, ne? Und wenn ihr viele Chars habt, lohnt sich das durchaus, da mal jede Woche mal durchzuloggen und ku zu gucken, ob ihr quasi so ein Teil kriegt. Was ist denn mit dir? Warum verfolgst du mich denn bis hier hinter? Kannst du einfach mal abhauen? Wie wär's? Was ist denn mit dir? Genau. Und deswegen, also ich mach's blöderweise auch fast nie, aber es wäre sinnvoll, die Chars durchzuloggen und da zu gucken. Und ihr müsst halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Garnison muss halt auf Stufe 3 sein. Und ihr müsst, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Anhängern haben, die auf ein gewisses Item-Level sind, ne? Also ich glaube 10 oder so sind's, irgendwas um so einen Dreh rum, die halt dieses Item-Level haben, also von den Anhängern, ne, die du haben kannst hier. Die kannst du ja auch hochbasteln dann. Jo, Space, ich wünsche dir eine gute Nacht. Genau, das ist das eine. Und da kann man vielleicht auch relativ viel Gold drüber machen, wenn man da einfach immer nur kurz reinguckt, das Zeug mitnimmt und fertig. Ach, schau mal, jetzt kriege ich hier durch ein War Mode kriege ich. Ich krieg mehr EP. Sogar 15% mehr EP kriege ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so viel dazu. Und was war das andere, was ihr noch gefragt habt? Ach genau, mit den epischen Schlachtfeldern, mit den normalen Schlachtfeldern. Also, es wurde jetzt aufgesplittet in epische und normale Schlachtfelder, wie ihr hier seht. In den epischen Schlachtfeldern sind die großen, die 40 Mann BGs drin. Also sprich im Moment. Es sind zwei Stück drin, und zwar kriegst du da einmal Alterac Valley, ne? Also das ist ja eine 40 Mann PvP-BG, und dann ist noch Insel der Eroberung drin. Und es soll anscheinend auch bald, wenn es Blizzard gebastelt hat, 1000 Winter reinkommen, und es soll auch Ding reinkommen, Ashran anscheinend, oder Ashran. Genau, die beiden Gedönse. Und da sind alle anderen BGs drin, also die ganzen kleinen, also quasi die 10, 15 Mann BGs sind da jetzt drin. Das kann man sich halt direkt da anmelden, wo man will. Ich melde mich zum Legion eigentlich immer in die großen BGs an, weil da fällt dann einer mehr oder weniger nicht auf. Was meinst du, deine Meinung dazu, dass man Ultra Mythic Gear craft? Was, du kannst Ultra Mythic Gear craften? Aber wie teuer sind denn die Mats und wie viele Items kannst du dir craften? Also wie viele Slots quasi? Ist das begrenzt? Was ist hier los? Warum buggt das jetzt gerade? Irgendwie habe ich zwischendurch schon mal ganz gut Lags. Also es war ja öfter schon so, dass du dir von dem aktuellen Raid-Content das beste Zeug ein Teil craften konntest. Das war öfter schon, oder zwei Teile. Oder für irgendwelche eine Ressource beim Händler. Schau, 130.000 EP. Das ist schon mal nicht so verkehrt, was du da kriegst. Kriegt zwar die 10% nochmal hier mehr und durch den Wormhold auch nochmal 15%. Schon nicht so verkehrt. Also das ging ja quasi schon immer, ja. Dass du dir ein, zwei Teile basteln konntest. Ist halt bloß die Frage, ob du dir das ganze Gear basteln kannst, weil dann wäre das Raiden ein bisschen senseless, weil ja auch Sets nicht mehr gibt.
Warum ich dann nicht aus dem BG fliege? Naja, weil ich alle paar Minuten mal einmal rüber drücke und mich bewege. Deswegen fliege ich nicht aus dem BG. So einfach ist es. So einfach ist das. Ja, aber schau, wenn du aus dem Raid schon Loot brauchst, dann ist es ja schon mal nicht, was du dann einfach so craften kannst, sondern du brauchst ja wirklich Raid-Materialien. Und das war schon immer so. Du konntest dir in den alten Contents auch immer das Gear craften, was Raid-Höhe hatte. Also auch schon vor Mythic Raids. Also das war früher auch schon so. Nee. Es stand dran, 15% durch den War-Mode. Stand eben dran. Wir können gerne. Warte mal, ich muss hier den anderen Typen noch. Habe ich den vergessen anzuquatschen? Ich kann beim nächsten Bonusziel gleich mal gucken gehen. Aber da stand 15% dran. Also vielleicht ist das auch ein Anzeigefehler. Aber da stand 15 dran. Es gab aber auch in anderen Contents gab es Raid Gear zu craften. Auch in Cutter gab es Raid Gear zu craften. Also waren immer bestimmte Items, die du craften konntest. Ich weiß, 15% waren es vorher, jetzt sollen es nur noch 10% sein, aber es stand gerade 15% dran. Das bringt hier eine Quest 39.000, das ist halt auch schon echt viel. Die ganzen Bonis. So, und jetzt kann ich mir nämlich den Shredder hier holen, das ist nämlich wichtig. Deswegen mache ich diese paar Quests hier, weil dann hast du den Shredder und. Was soll ich drücken? N? Ja, ich weiß, es steht 10% dran. Da hast du auch recht und es sollte auch 10% sein. Nichtsdestotrotz, komm, ich fliege jetzt einfach mal, ich weiß ja, wo die Dinger sind. Nichtsdestotrotz steht beim anderen 15% dran. Hier ist nämlich ein Bonusziel. Ich kenne die schon in- und auswendig, jetzt fliegen wir gleich mal rein. So, Bonusziel, fahr mal drüber. Warum kann ich jetzt hier nicht drüber fahren? Dass es mir die IP anzeigt, das ist komisch. Hier zeigt es auch bloß ein. Hä, bei einem anderen konnte ich es irgendwie sehen. Komisch, das zeigt es jetzt anders an. Vielleicht muss ich rausfliegen und dann zeigt es an. Jetzt habe ich das quasi als Quest da. Ich muss eh da hinten die Sachen nur looten, warte. Nee, ich kann da nicht drüber fahren. Komisch, das scheint bug zu sein. Vielleicht beim nächsten. Vielleicht beim nächsten. Mal gucken. Ich glaube, ich fliege erstmal so die Runde und dann wieder nach unten. Das wird, glaube ich, das Sinnigste sein. Warum ist schade, dass ich Antonidas bin? Warum? Was, die Bonusziele werden durch den Bau des Sägewerks aktiviert? Bist du dir sicher? Das könnte aber dann auch der Grund sein, warum ich mit Ali immer mehr als mit Horde habe, weil mit Horde baue ich nie das Sägewerk. Das könnte natürlich wirklich, wirklich der Fall sein. Aber mit der Horde weiß ich nämlich nicht, wo die Quest genau beginnt. Bei der Allianz weiß ich halt, wo die Quest beginnt, ne? Weil du mich sehen willst, du willst mich bloß umboxen. So einer bist du. Ah, ich hab dich schon durchschaut, Anti. Mir machst du nichts vor. Wir haben schon wieder so ein dummer Boss, ne? Der will mich. Echt, haben die unterschiedliche Bonusziele? Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich mache immer das Sägewerk, weil das Sinnvollere ist. Weil du halt diesen Roboter hast, der da relativ gut Schaden macht, ne? Aber hat halt 10 Minuten Abklingzeit. Das ist halt eher suboptimal. Mach einfach die Quest, die drei Speer ansprechen sollst an dem Spot von dem Panzer. Ach, du meinst jetzt auf Hordenseite, oder? Schau mal, meine Weihe zerstört gerade die Hydra-Eier noch. Ich kriege immer mehr Hydra-Eier. Hä, das kann jetzt nicht mehr die Weihe eigentlich sein von vorher. Ja, jetzt im Moment habe ich ja meinen Hordenschar auch über den Punkt drüber gelevelt.
Also habe ich im Moment nicht den Bedarf quasi. So, das einer mitgenommen, so jetzt brauchen wir noch drei Hydran. Hydren? Hydren, ja, Plural. Okay, müsste ich beim nächsten Hordenchar mal gucken, ja? Müsste ich mal gucken. Nagran dringt das Blut, das bringt noch gute EP. Ja, da könnte man auch mal hinschauen. Gibt es da auch wieder so eine Kill-Quest, oder? Wie schon im alten Nagran der Fall war. Also irgendwie liegt mir der Salat jetzt quer im Magen, ne? So blöd es auch klingt. So blöd es auch klingt. Okay. Die habe ich eigentlich gar nie mehr gemacht, weil jetzt hier WoD ich immer über Bonusziele und Bonus-Objectives gelevelt habe, ne? Eigentlich seit es drin ist, weil das halt schon mal so ein guter EP-Gainer ist, dass alles andere eigentlich. Komm mal her hier. Kann ich gerne mal machen, ja. Puh, ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Oder ich muss mal irgendwie so ein Open Sheet machen, wo Leute Ideen oder unter Videos, dass Leute Ideen posten und da mache ich ein Video zu bestimmten Themen, die euch interessieren. Das kann ich gern mal machen. Was kann ich gern mal machen? Ja, das könnte man gut sagen, dass das WoW ist, ja. World of Warcraft unter Fachleuten wird das auch genannt. Aber ich bin kein Fachmann, ich kann es auch nur ahnen, was ich da spiele. Was dann hast du aber Arbeit? Warum habe ich dann Arbeit? Oh, Level Up. So, wieder 130.000 gebracht. Not bad, not bad. So, nehmen wir das noch mit. Eigentlich kann ich doch einmal runter und dann hochfliegen. Dann kann ich mir eh in die Garnison porten. So könnte ich es nämlich eigentlich auch machen. Meinst du, dass da so ein Haufen zusammenkommen würde? Ja, das kann gut sein, ne? Alter, könnt ihr mal zum Breffen aufhören? Ach, die drehen sich mit, das juckt die gar nicht. Ich glaube, ich muss die töten. Das hilft leider alles nichts. Ich muss ja umbrezeln. Ich muss jetzt übrigens nochmal gucken, ob ich irgendwo noch einen Dings-Mount herkriege, ne? Günstig. Einen Argus Mythic Mount. Da muss ich nochmal schauen. Weil ich habe es jetzt eigentlich schon aufgesteckt gehabt, weil es hieß, es ist das nicht mehr handelbar und man kann es halt quasi kaum mehr verkaufen. Und jetzt habe ich irgendwo auf WoW Head, glaube ich, gesehen gehabt, dass es jetzt doch wieder geändert haben und du kannst es doch wieder handeln. Und jetzt wäre es halt vielleicht doch interessant, sich das noch zu holen, bevor es auf 1% kommt, ne? Ja, das kann ich mal machen. Das kann ich machen. Wir können das eigentlich auch im Stream mal machen. Dass ich mir immer so eine, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vom Stream frei halte, wo ich dann jetzt nichts irgendwas Spezielles machen will. Und wir dann immer auf so Fragestellungen eingehen. Und wenn dann irgendwas dabei ist, was vielleicht mehrere interessiert, dass ich es dann einfach gleich live mit aufnehme. Das könnte man eigentlich machen, sowas. Wenn es halt ist, was man einfach beantworten kann. Wenn es natürlich dann irgendwas Videotechnisches ist, wo man halt ein bisschen Vorbereitung braucht, dann ist es wahrscheinlich eher schlecht, ne? Das ist halt immer davon ein bisschen abhängig. Lol, die haben die Kriegsmaschine kaputt gemacht? Ernsthaft? What the fuck? Das ist ja noch nie passiert. Warum haben denn die Kriegsmaschine kaputt gemacht? Okay. Jo, Sarah, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Das ist ja krass. Die haben mir einfach meine Kriegsmaschine kaputt gehauen. Das hätte ich jetzt als letztes gedacht.
Bin ich fast ein wenig geschockt. Echt, ist es auf Antorus auch so, dass sie dir jetzt deine Maschine kaputt klopfen? Das ist ja kacke dann. Bin ich da im Wasser fest? Das Ding bringt nämlich keine. Doch, hat es jetzt P gebracht? Haben die es geändert? Eigentlich haben die Dinger, die du mit der Maschine aufmachst, keine EP gebracht. Das ist früher nicht. Den kammeligen Boss hier killen, ohne Maschine, das wird jetzt aber schwierig. Warum sind da jetzt zwei da? Seht ihr das? Das ist jetzt aber eher ungünstig. Jetzt sind da schon drei da, oder was? Was backt denn hier rum? Muss ich dann mal bubbeln? Ich hab doch die Bubble gedrückt! Ach komm! Was ist denn das hier? Warum waren denn da drei Bosse auf einmal da? Ja, die Kriegsmaschine war eigentlich ziemlich OP. Also, das wundert mich jetzt. Meinst du, dass er in dem Gift lag, oder? Warte mal, muss ich hin? Hier hinten. Hinten muss ich hoch. Entgiften als Paladin, das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Eigentlich mache ich das immer mit dem komischen Shredder. Das habe ich mir den extra aufgespart. Stimmt, aus Paladin kann ich mir Gifte runternehmen. Die hast du ja instant wieder drauf. Vielleicht soll ich auch nicht in der Suppe stehen, hä? Das ist wieder drauf, dieses dreckige Spinnengift. Alter, also das brauchst du gar nicht versuchen zu entgiften. Das hast du schneller drauf, als du es runternimmst. So, jetzt sind die ganzen Spinnen tot. Kommt bestimmt wieder neue, oder? Ja. Also, keine Ahnung. Will nur schnell den Boss und das ist die dreckigste Kacke, die es gibt, diese Höhle. Oh, bloß nur einen Eiersack dann. Dann habe ich es auch schon. Dann kann ich hier raus aus dem Laden. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Deswegen nutze ich hier immer diesen komischen Shredder drin. Weil der echt praktisch hier ist, aber. Okay, jetzt habe ich schon wieder 10 Stacks. Okay. Entgiften buggt anscheinend. Jetzt kommen die neuen Spinnen. Love it. Nice, er ist tot. Hat lang genug gedauert. Hier entgiften. Nur noch da hochkommen. Na komm. Komm mit dem Mount. Ach, muss einfach lang genug rumspringen. Meins, meins. Und raus aus dem Laden. Los, weg hier. Ja, stimmt, die Maschine ist halt auch giftimmun, aber dass die jetzt so schnell down gegangen ist, das wundert mich jetzt echt richtig, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ich muss nur ein Ei kaputt machen. Immer noch ein Ei. Raus aus dem Laden hier. Habe ich wieder die Gifte drauf hier. Weg. Was meins? Meins, meins, meins. Jetzt gehe ich da unten hin, dann fliege ich hoch und dann porte ich mich. Oh nein, 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 die. Ach, Kacke. Du rennst aus der Höhle raus und rennst direkt in die nächsten Viecher rein.
Aber wenn ich die dahinter ziehe, dann sehen die gleich fürs nächste Bonus-Event, ne? Da ist da einer. Oh, das ist ein anderer Spieler. Oh. Der will doch sicher keinen Stress mit mir, oder? Boah, der Einschlag. Oh nein, der andere Spieler greift mich an. So ein Wichser, echt? Habt ihr den Wichser gesehen? Hat gewartet, bis ich low bin und alle Mobs am Arsch hab, dann greift er mich an. Zum Glück habe ich noch die Bubble gehabt. Da ist er ganz schön schnell flitzen gegangen. So ein Spacken, ne? Den gesehen hier. Hat das probiert, ne? Da hat das probiert. Deswegen ist ein Pala ganz praktisch bei solchen Sachen. Hat er aus Maul gekriegt. Ey, ob ich heute noch PvP mache, wahrscheinlich eher nett. Ich will jetzt den Char noch fertig leveln. Ich werde verstärkt PvP machen, sobald ich meine Charts fertig gelevelt habe. Und das ist jetzt der Lowste noch. Der ist jetzt 94, also vor dem Pre-Patch werde ich wahrscheinlich nur einiges an PvP machen. Nicht vor dem Pre-Patch, vom Release, ne? Meine ich so rum. Aber erstmal will ich meine Charts, weißt du, die will ich auf 100 kriegen und dann spiele ich sie eh immer. Alter, jetzt bin ich wieder low und da kommt wieder so ein Kacktyp an. So, wieder im Stun. Blöderweise meine ganzen CC ist jetzt bei dem anderen raus. CD ist bei dem anderen Shit rausgeschmissen. Ich habe jetzt nichts mehr. Jetzt werde ich rip-handen. Nein, verdammt, ich habe keine Heilung mehr gehabt. Verdammt, der hat gewartet, bis ich low bin, dieser Drecksack. Ach, ich denke mal, das ist jetzt nicht nötig. Ich glaube, der will hier auch leveln, aber der dachte sich halt, komm, ich wollte es, bis der low ist, wirst du ihn umzubringen. Hat es zweimal probiert, ne? Dreckspacken. Das eine Mal habe ich halt Bubble gehabt und konnte mich halt wieder gegenheilen, weil ich die ganzen Mobs am Arsch hatte. Das zweite Mal hat er jetzt halt gewartet, bis er mich umboxen kann. So, jetzt muss ich mal gucken, ich brauche solche Teile noch. Und anscheinend bringen die Dinger auch noch EP, habe ich gerade gesehen. Schauen wir mal. Ne, jetzt habe ich keine EP gekriegt. Vorher habe ich doch 19.000 EP gekriegt. Alter, wo ist denn der Mob? Ist ernsthaft, der ist da oben? Lol, der kann mich von da oben hitten? Ist das dein fucking Ernst? Ach komm! Ernsthaft, warum packt. Der kann mich von da oben Melee hitten? Alter. Das ist eine dumme Rotze, echt. Die sind echt richtig verbuggt hier. Kann ich mal aus dem Kampf rauskommen?
Nächsten Gammelfiecher am Arsch. Weißt du, deswegen levelst du das Druid halt hier doppelt so schnell, gefühlt. Weil du halt einfach alles von der Luft aufmachen kannst und halt nicht jedes Mal diese Kackmobs machen musst. Vor allem, wenn dann halt solche verbuggt sind wie da vorne, ne? Das ist natürlich richtig ätzend. So, zwei brauche ich noch. Ah, das kann ich vielleicht rauspicken. Und das ist diese Erde. Wunderbar. Eine noch. Ah, da oben haben wir noch einen. Den habe ich vorhin gar nicht gelootet. Der Meister, hi, grüß dich. Grüße dich. Wunderbar, wieder 130k. So, da haben wir noch ein Event und dann haben wir hier oben noch einige. Also da haben wir noch ganz gut was zu tun, auf jeden Fall. Echt? Ist es bei dir so krass? Also jetzt bei meinen Chars ist es eigentlich immer so, dass ich die Mobs relativ gut tot kriege. Ne? Hast ja gerade gesehen, alles zusammengezogen. Das geht. Außer es kommt natürlich dann noch ein Ali dazu und oder ein Hordler in dem Fall, der da mit drauf knuppelt. Dann wird es dann halt irgendwo ein bisschen schwierig. Was ist denn mit den Mobs rum? Der kann mich von da unten hitten. Nervig. Sehr, sehr nervig. So. Ihr müsst mich das die nächsten Male auch noch erinnern. Ich muss den Parler dann irgendwann nochmal. Also, ich muss ja dann den Zwerg-Parler irgendwann nochmal auf 40 spielen, dass ich die Mounts noch krieg, ne? Das muss ich noch denken, die Tage. So, jetzt haben wir nochmal den Shredder. Soll ich es mal nochmal probieren, wie viele Mobs man damit machen kann? Ja, stimmt, der Shredder hat nur noch 20.000 Life, ne? Also jetzt alles zusammenpullen und machen ist damit nicht mehr. Kostet eine ernsthaft? Welcher wirft mich ab? Irgendein Scheißviech wirft mich ab. Ach, da sind zwei. Also der Shredder geht ja übelst schnell jetzt kaputt, ne? Jetzt hat er schon. Also schon 40% verloren. Die können halt nicht CC'd werden. Das ist halt echt praktisch. Früher waren die Dinger quasi unbesiegbar, ne? Da ging gar nichts gegen. Jetzt kriegen die schon ganz gut aufs Maul. Gut, gegen Boss ist es trotzdem noch nicht schlecht, ne? Da kann man nichts sagen. Schade. Also, wobei, ich glaube, es lohnt sich trotzdem noch den Shredder hier zu holen, ne? Also so schlecht ist er halt nicht. Die bösen Allies, ja. Ja, aber wie gesagt, mit dem PvP-Farmen, da muss ich noch gucken. Ich will halt meine Chars fertig kriegen, ne? Meine vier Stück. Zwei davon habe ich jetzt auf 110. Einer ist jetzt auf 103 und einer ist jetzt auf 94. Also, die sind jetzt alle relativ im Endspurt, ja. Also, der 100, 103, oder? Einer ist jetzt 105, besser gesagt. Ich korrigiere mich. Sprich, die sind alle im Endspurt und wenn, sobald ich jetzt den hier auf über 100 hab, werde ich mit dem auch noch Inversionen machen. Also sprich, ist das halt eh immer nur eine relativ geringe Zeit, wo ich das dann machen kann, ne? Weil die Inversionen haben ja immer relativ lang Cooldown. Heißt, dann werde ich nochmal mein DH-Projekt machen. Aber wahrscheinlich dann nicht gleich im Anschluss und halt das mit dem Parler, was ich jetzt eben gesagt habe. Und sonst sind eigentlich eher, ist dann eher PvP auf dem Programm bis zum Add-on-Start, ne? Ja, weil. Dahingehend, warte mal, wo ist denn der? Ach, das ist da hinten.
Weil das Prestige-System will ich noch ein bisschen hochbasteln. Da werde ich dann mal gucken, was so am effizientesten ist, was man noch machen kann. Und dann könnt ihr gerne ein bisschen mitspielen. Ein paar BGs, Arenen, sowas. Da werden wir in die Richtung vielleicht mal ein bisschen gehen. Ein paar Turmquests zum Q überbrücken. Sowas in die Richtung. Genau. Und natürlich Charmount, ne? Der steht bei mir auch noch auf der Liste, aber das tue ich ja eh sowieso immer versuchen mitzunehmen. Also. Das ist sowieso immer auf der Liste. Gut, schauen wir mal, wie hoch wir herausgehen. Aber ich denke mal, ein Level könnte ich hier durchaus noch schaffen. Also auf. So, warte mal, jetzt probieren wir das hier nochmal. Vorhin habe ich eins im Schredder aufgemacht, da habe ich nichts gekriegt. Und danach habe ich eins außerhalb vom Schredder aufgemacht. Oder davor hatte ich eins außerhalb vom Schredder aufgemacht und habe die EP gekriegt, ne? Vielleicht hängt's wirklich damit zusammen. Jetzt schauen wir, wenn wir jetzt EP kriegen, dann ist alles. Ne, ich habe nichts gekriegt. Also du kriegst durch die Teile keine EP. Wie meinst du, ob der Himmelsgolem nicht geht, ob du nicht abmounten musst? Du kriegst durch zwei Wege den Himmelsgolem, also diesen hier. Ach so, warte. Nee, ach, den Himmelsgolem meinst du? Nee, das ist ja nur für Kräuter. Warte mal. Das ist nur für Kräuter, oder? Wenn jetzt hier. Ingenieur. Also der ist nur für Kräuter. Das würde mich jetzt arg wundern, wenn du. Du kannst ja Erze damit auch nicht abbauen. Wenn wir da hingehen, siehst du, das Ding ist wirklich nur gegen Kräuter, dass du es aus der Luft oder halt quasi vom Mount aus scannen kannst. Wenn du doch mal Hilfe brauchst, ich bin in deinem Gebiet. Anti, du bist ja wahrscheinlich Horde und ich bin Allianz, ne? Da wird das nicht viel bringen, ne? Außer du willst mich umboxen. Böser du. Warte mal, da hinten habe ich noch eins vergessen. Ja, das wäre cool, wenn das gehen würde, ja. Das ist wirklich das Druid Mount, das einzige, wo du das kannst. Es wäre mal cool, wenn Blizzard einen Flugmod einfügt, das quasi alles aufmachen kann. Das wäre stark, ja. Ich glaube, das wird nicht kommen. Wäre auch zu gut an der Stelle. Ja, du addest halt hier ein Viech nach dem anderen. Ich merke, zwischendrin muss ich immer wieder ins BG. Ich bin nämlich gerade hier nach Ding reingekommen. Nach Ultra Rock Valley. Spielst nur. Okay, dann passt es ja. Dann passt es ja, wenn du nur Ali spielst. So einen, der mich umboxt, brauche ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich will hier das Gebiet noch ganz gerne fertig basteln. Sodaloda. Das Ding nach. Na, mal schauen, hier gibt es noch, glaube ich, einige Bonusziele. Vor allem als Allianzlaster halt viele hier. Komm, die beiden. Obwohl, da ziehen wir sogar drei mit. Wir sind mal so frei. Kommt rein in die warme Stube. Schön Mops-Ello essen, dass die alle zusammenkommen. Na kommt, hier ist warm und gemütlich. Nee, Fiole Sande bringt da auch nix. Du, Fiole Sande ist ja bloß, dass du jemanden mitnehmen kannst. Also das geht leider auch nicht. Du kannst, warte. Mach die Täler-Gruppe auf. Wenn du magst, kannst du mir bei diesen Dingern hier helfen, weil die dauern halt immer relativ lang, bis du die Mobs umgehauen hast, wenn du eh nichts zu tun hast. Und hier rumgeisterst. Also kannst du einfach hier reinqueuen bei benutzerdefiniert Tela. Kannst du gerne mitkommen, ja. Wäre mir sogar eine große Hilfe an der Stelle.
Diesmal habe ich es mit der Invasion nicht mehr geschafft, aber die lief ja auch schon seit Nachmittag von dem her, ne? Ist das ein wenig blöd? Nehmen wir ihn mal an. So. Hier muss man die ganzen Bosse nämlich umboxen. Und Aleria ist er. Mein Goblin-Schredder hebe ich dann aber auf für die nächste Ding, und zwar diese komischen Elementare, die da drüben sind, die richtig reinhauen. Das ist nämlich immer ein bisschen ätzender. Ah, du bist der Alligator, alles klar. Hey, grüß dich. Ja, das geht ein bisschen schneller. Kannst du hier die ganzen Mobs verklopfen? Weil ich muss noch Fässer aufmachen. Einfach Oger töten, alle Oger töten, die hier rumgammeln. Weil ich brauche 20 Oger, oder? Oh, ne, 15. Oder? Ne, doch, 20 Oger brauche ich. So, einfach hier im Gebiet alle Oger töten, dann mache ich die Fässer mal alle auf. Da sind noch. Ah ja, hier in den Gebäuden sind relativ viele Fässer drin. Ah, so geht es schon wesentlich schneller. Weil ich brauche halt doch noch eine Weile, um diese Oger umzuboxen, ne? Merkst du schon. Weiß ich nicht, ob er Eule Main spielt. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, da haben wir noch einen. So, jetzt brauchen wir noch 5 Oger. Du hast das goldene Set an, ne? Das find ich auch gar nicht so schlecht. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. So, ich brauche noch drei Ogre, muss ich noch umboxen. Die drei, das reicht, wird dann sogar schon reichen. Ja, wunderbar. 130k. Ach nee, jetzt habe ich wieder nicht drüber gefahren und geguckt, ne, wie viel es gebracht hätte. Wegen dem Boni, weißt du? Hm, naja, egal. So, hier drüben müsste auch noch eins sein. Das mache ich eigentlich immer ganz gern mit dem Schredder. Weil das halt echt schneller geht. Weil jetzt kriegt der Schredder ja ganz gut aufs Maul, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem. Brauchen wir da noch 5 Stück brauchen wir da. Okay, das ist doch einiges. So, einen Baum brauchen wir dann noch. So mit. Boah, ich habe bloß nur 23%. Du kriegst halt echt hier so auf den Sack mittlerweile. Komm, nehmen wir den Baum, der da außen ist. Ah, Fallschaden kriegst du zum Glück keinen. Das ist schon mal gut. Okay, das hat wieder 130k gebracht. Wunderbar. Hier haben wir noch eins und da oben sind noch ein paar Dinge. Ah, doch, denk mal, da kommen wir ganz gut durch. Du bist fast eingeschlafen. Du bist mir einer. Das sind diese Kackmobs, wo ich gestern auch das eine oder andere Mal gegrillt worden bin. Die sind ein bisschen tricky. Diese. Oh, warte mal, krieg ich das falsch an? Ah, wo es geht sogar. Die Viecher sind echt tricky. Die hauen echt raus. Weil die diesen Dings geben, ne? Diesen Debuff, der immer weiter hochstackt. Und das haut echt ziemlich rein. Bubble ich mir den mal weg.
Das ist fast ein Ticken zu viel. Warte, jetzt haben wir uns erstmal. War das so? So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen jetzt noch ein paar kleine. Einen kleinen brauchen wir noch. Und vor allem diese einen Elementare, die sind da hinten noch. Die brauchen wir noch. Drei Stück von denen. Und einen kleinen. Haben wir denn? Ah, schau, da haben wir noch einen kleinen. Okay. Ich will euch nicht zum Leechen animieren hier. Ich hätte das, glaube ich, nicht aufplaudern sollen, wie ich meine Taktik ist. So. Gut, gut. Dann. Hier oben sind, glaube ich, auch noch. Genau, hier ist auch noch mal. Ein Ding, warte mal, jetzt gehen wir aber erstmal hier in die Höhle rein. Oh nein, ist das die tiefe Höhle? Ja, das ist die tiefe Höhle. Einmal raus hier aus dem Loch. Einfach laufen. Die hauen dann schon irgendwann ab, die Viecher. Die hauen irgendwann ab. Hä, hey, was für ein Schwert ist 1,5 Millionen nicht wert? Meinst du das Schwert aus Strangle, das du in der Höhle kriegst, oder was meinst du? Wie heißt das Addon, wo ich die ganzen Bonusziele sehe? Du meinst die ganzen Bonus-Objectives? Das ist Handy Notes gepaart mit Handy Notes Drainer Treasures. Also Handy Notes ist das Space Addon und Drainer Treasures ist quasi das Spezielle, was dann die Dinge anzeigt. Genau. Das rentiert sich. Schau, ich hab doch gemeint, ich krieg hier noch ein Level, mich kurz vor Level ab, weil es hier so viele von diesen großen Bonuszielen gibt. So, und jetzt müssen wir für das hier quasi die großen hier töten. Kill du schon mal die dicken Viecher hier. Obwohl, lass erstmal darüber die Sachen aufmachen. Es gibt hier sogar zwei Bonusziele direkt nebeneinander. Hier, wo du diese Gronn killen musst. Und dann, es gibt, glaube ich, hier sogar noch drei Bonusziele gibt es hier sogar, glaube ich, noch. Das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. Ja, kriegen wir vielleicht sogar noch ein Viertel Level oder so. Ja, ein halbes wird es wahrscheinlich. Ja, obwohl, vielleicht sogar ein halbes Level, wenn es mit den Sachen hier, die bringen ja 130k, ne? Bist du schon mal bei 260 plus noch ein paar Dinger? Könntest sogar fast noch ein halbes Level bringen, ne? Die Teile. Das ist halt schon krass. Das ist natürlich dann schon krass. Also den Stuff hier quasi, tutti kompletti. Den müssen wir einmal holen. Und vor allem diese Leichen müssen wir auch andrücken. Ich mach mal die ganzen Leichen auf. Hau du mal die Mobs um. Ich glaube, da sind wir am schnellsten mit. Dann haben wir noch mehr Leichen. Zack, die musst du dann nämlich den letzten Hit noch geben. Was haben wir denn? Ah, einige Leichen. Ah, ein bisschen erkältet hier sogar noch. Was für ein Addon, das mit den Bossen? Was für Bosse meinst du? Spezifizier das mal ein bisschen. Jo, Anti, dann viel Spaß beim Split schauen, ne? Gut, danke dir. So, das hier noch. Den hier noch und da oben haben wir auch noch einen. Raymond, hey, grüß dich. So, die haben wir jetzt alle. Jetzt brauchen wir noch die Gorlinge. Die sind da hinten. Das sind die kleinen Viecher. Hier, die hier. Müssen wir nur umboxen. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen. Aber wenn wir die umboxen. Ah, schau, wieder 134.000 bringt das sogar. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt hier nochmal einen da drüben und dann noch ein paar kleine. Ja, das könnte das halbe Level sogar noch bringen.
Das könnte das halbe Level sogar noch bringen hier. Mach du mal die großen Viecher. Ich mach mal die ganzen kleinen. Ich glaube, das geht am besten. Ich muss nämlich drüber laufen über diesen ganzen Scheiß. Und da haben wir noch Eier. Jetzt müssen wir mal schauen. Was habe ich denn eigentlich lauter viele Quests, die hier fertig sind? Ach, Kacke. Die sollte ich vielleicht alle mal irgendwann aus dem Questlog hauen, oder? Die brauche ich nämlich ganz sicher nicht mehr. Okay, jetzt brauchen wir bloß noch die großen hier. Ich habe gehört, dass das mit dem Edeltrink nicht mehr gehen soll. Also halt nicht mehr so gut. Hab ich gehört. Ist der Buggy? Mit dem Mob. Ist er wieder da? Hey, der scheint irgendwie Buggy zu sein. Hau mal alle großen um, die dir hier auf dem Weg rumlaufen. Wir brauchen insgesamt 5 Stück, ne? Die sind ein bisschen verteilt. Ich glaube, bei dem darfst du nicht wegmoven, sonst resettet er jedes Mal. Bast. Ja, seht ihr, halbes Level haben wir jetzt schon wieder zusammen. So, jetzt muss ich mal gucken, war da oben auch nochmal eins? Ne, ich glaube, dann haben wir jetzt die Bonusziele hier alle. Was bin ich denn hier rein mit bisschen über 62, ne, oder? Knapp 63 war ich, glaube ich. 66, ja, das geht hier echt ganz gut ab, also da kann man nicht motzen. Also, um das vielleicht ein bisschen zu erklären, also das mit den Edeltwinks waren halt, oder sind halt, Chars, die relativ viel Gear auf Stufe, glaube ich, 101 oder so sind die, glaube ich, ne? Ich habe selber keinen, deswegen bin ich glaube 101 oder so sind die. Und die haben halt ewig viel, Level 110er Gear an, das halt relativ gut ist, dass die halt krasse Stats mit dem Low Level haben und deswegen irre schnell durch Low Innies laufen können. Und die haben auch, soweit ich weiß, lauter Gear an, das Lifesteal drauf hat. Die haben irre viel Lifesteal und konnten somit halt sehr gut Solo Innies farmen. Und, ach, jetzt kommt immer noch nicht aus dem Fight raus. Also Solo Innies farmen, beziehungsweise. Kann der mal resetten? Okay. Und konnten auch relativ gut andere Leute durch Innies ziehen. Das ging halt relativ zügig auch, ne? Und die haben halt ziemlich viele P dafür gekriegt. Das waren halt diese Edeltwings. Bloß jetzt mit dem Level-Scaling geht das eigentlich nicht mehr so, weil das Gear gar nicht mehr so viel Auswirkungen auf einen hohen Level hat. Kriege ich die vielleicht? Okay, nein, die kriege ich nicht. Die muss ich killen. Hilft alles nix. Hilft leider alles nix. Genau, okay. Dann hatte ich es ja richtig erklärt. Also ich hab mir nie einen gemacht, weil du musst da ziemlich viel Gold rein investieren, weil diese Items. Was war das gerade? Diese Items, die du da quasi brauchst für den Edeltwink, die musst du ja irgendwo herkriegen, halt zwangsläufig irgendwo aus dem Aha, und da sind die halt ziemlich teuer auch, ne? Also um Edeltwink quasi einmal bereit zu machen, musst du schon mal gewillt sein, einen gewissen Grundbetrag erstmal rein zu investieren. Oh, ich wurde aus dem BG gekickt. Haben sie mitgekriegt. So, jetzt würde ich sagen, dass ich mich einmal in die Garnison zurückporte, denn ich muss mir dann gleich einen neuen Trank holen. Das machen wir jetzt mal an der Stelle. Porten wir uns mal raus. Ey, was dann interessiert, ist ein Scheiß. Was interessiert mich dann ein Scheiß? Jetzt komm ich nicht ganz mit, das musst du ein bisschen genauer noch erklären. So, ich gehe jetzt dann noch nach Talador rüber, würde ich sagen. Oh, jetzt soll ich vielleicht langsam mal. Warte mal, jetzt kann ich die Dinger hier auch lernen. Das ist sogar ein Transmog-Ding. Um die 2 Millionen. Das kann gut sein. Aber wenn du jetzt halt nicht mehr sinnvoll mit denen ziehen kannst, dann kannst du dir halt deinen Edeltwink auch rektal einführen, weil er bringt dir dann halt einfach nichts mehr, weißt du? Das wird halt die Problematik sein. Du kannst, wenn es vom Scaling nicht mehr so gut geht, dann wirst du halt nicht mehr die Leute durchziehen können. Und die andere Geschichte ist dann, ich glaube, 2 kaufe ich mir noch, mit 2 müsste ich easy hinkommen. Und die andere Geschichte ist dann halt, dass du damit dann auch die Problematik hast.
Ich weiß nicht, ob du weiter mitlaufen willst. Würde mir auf jeden Fall helfen. Ich habe mich jetzt hier in die Garnison geportet, ne? Weil ich will jetzt hier weitermachen und ich muss mir die Tränke noch kaufen. Genau. Und das Zweite ist, die Mats, die du farmen kannst, das kannst du wahrscheinlich auch knicken. Also die wird mit Battle for Azeroth dann auch keine mehr haben wollen. Nichts wert, würde ich nicht sagen, aber du wirst sehen, dass der Preis jetzt mit der Zeit runtergehen wird. Das ist so, ja. Weil jetzt sind alle gehypt, das ist viel wert. Weil es halt noch selten ist, aber umso länger es quasi wieder im Spiel ist, umso weniger wird es wert. Es ist halt bloß teuer, weil es halt lang nicht im Spiel war. Und das musst du halt wissen. Das ist mit allen Items so. Das ist auch diese Mechanik ist es gar nicht, aber das ist auch diese Geschichte, wenn irgendwas relativ teuer im AH geht, weil es halt selten ist, dann aber irgendein riesen YouTuber ein Video drüber macht und sagt, hey, hier, das und das Transmog oder das und das Item ist teuer, da kann man gut Gold machen, dann rennen da alle hin, dann tun das nicht mehr 5 Leute farmen, sondern vielleicht auf einmal 1.000 Leute und dann werden immer mehr das Zeug das kriegen und immer mehr stellen das ins Auktionshaus, so viel Abnahme ist aber nicht da, der Preis geht runter, es wird immer billiger und irgendwann wird es nicht wert, deswegen lohnt sich's eigentlich nicht, das zu farmen, was alle im Moment farmen. Das ist eigentlich so ein Gesetz des Marktes. Da muss man so ein bisschen gucken, dass man da aufpasst. Ja. Und das wird halt, also nichts wert wird es nicht sein, das Schwert. Aber weil du ja, es hat eine Stunde Abklingzeit, ne, und du musst halt immer ein bisschen gucken. Aber es wird runtergehen, das mit Sicherheit. Es wird nicht mehr lang ein paar Millionen Gold wert sein. Das meine ich damit. Gar nichts wert wird es nicht werden. Das mit Sicherheit nicht, aber es wird auf jeden Fall gut runtergehen. Ach so, es ist nur ein 1% Drop. Okay, dann ist es natürlich Kacke. Aber trotzdem, in einem halben Jahr wird es auch nicht mehr so viel wert sein. Geistereisenerz für Battle for Azeroth. Aber warum? Das war gestern, glaube ich, schon mal Thema. Und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum jetzt Geistereisenerz gut für Battle for Azeroth sein soll. Ich habe es bis jetzt nicht gecheckt. Kann man in Battle for Azeroth irgendwas Gutes mit dem Geistereisenerz machen? Unabhängig gesehen, also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wären die Panther Mounts und hier der Golem, ne? Das könnte ich mir jetzt noch denken, aber sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das von Relevanz sein könnte. Genau, Himmelsgolem. So wie ich es mir dachte. Panthermounts, Himmelsgolem. Okay. Aber das kannst du ja jetzt auch schon machen. Also, natürlich, es wären wenige Leute, wenn. Also, ich glaube, ich verstehe deinen Hintergedanken. Du denkst so wie Studio Albatross, das ist, glaube ich, der das auch so proklamiert hat in letzter Zeit, dass du quasi jetzt Sachen farmst, die jetzt mittelmäßig viel wert sind, aber die wahrscheinlich Leute nicht Bock haben zu farmen, wenn das Addon neu raus ist und dann dementsprechend teurer werden, weil die Sachen, die man im neuen Addon farmen kann, am teuersten sind und dann farmst du natürlich das, was am meisten Gold bringt und das Geistereisenerz wird es halt nicht sein, aber trotzdem wird der Preis hochgehen, weil es halt weniger deswegen farmen. Es ist schon eine sinnvolle Denkweise, ja. Kann man auf jeden Fall vertreten, ja. Aber das ist ja jetzt, das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass automatisch das Ding ein Haufen wert ist, das Geistereisenerz, sondern halt alle so alten Sachen werden wahrscheinlich hochgehen. Zwangsläufig, weil die Sa Leute halt das neue Zeug farmen, ne? Wobei, ich bin mir halt auch nicht zu hundertprozentig sicher, ob du dann am Anfang von einem neuen Addon unbedingt einen Haufen Stuff kaufst. Von dem alten Addon, sowohl als auch, weißt du, du musst ja rechnen, alte Mounts zu sammeln und sowas und alten Transmog und so, machen ja die meisten Leute, würde ich jetzt mal unterstellen, ne? Machen ja die meisten Leute dann, wenn der Content für sie nicht mehr vieles anderes bietet, ja? Dann machen die meisten Leute das, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und wenn komplett neuer Content ist, sind dann so viele Leute, die sich ein altes Transmog kaufen, das dieses Erz braucht, oder die ein altes Mount kaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Zeit sind dann auch sehr viele Leute, die dann sagen, nee, ich möchte mir jetzt das neue Zeugel holen. Kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Stimmt, kleine Beträge bringen auch massig Gold. Da kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich bin bloß manchmal zu faul, für die kleinen Beträge Zeit aufzuwenden, weil die andere Sache ist, du musst auch immer sehen,
dass klein Scheiß halt auch viel Zeit kostet und Zeit ist halt Gold, ne? Ach, das kannst du nur mit Horde machen, das Bonusziel. Okay, interessant. Na, dann fliegen wir da hinten, dann fliegen wir die jetzt mal noch ab. Sehr interessant. Stimmt, die Masse macht das Gold, das ist richtig. Also vor allem mit Auktionsverkauf, mit ganz klein, vielen kleinen Beträgen, wenn du es nicht sehr automatisierst, zum Beispiel mit Tradeskill Masters, und jedes einzeln reinstellst, kostet dich natürlich auch irre viel Zeit. Auch Reposten kostet viel Zeit. Alles rausnehmen, wieder neu reinstellen und so, das kostet auch Zeit, ne? Klar, wenn du jetzt sagst, ich mache das halbautomatisch über Tradeskill Master und schaue nebenbei einen Film an und hab dann quasi keinen Downtime dadurch, alles gut. Aber wenn du dich jetzt da aktiv vom PC hockst und sagst, das mache ich jetzt, um Gold zu verdienen, dann könntest du, wenn du sehr, sehr viele Sachen hast, da hockst du da manchmal auch schon eine Stunde, könntest du in der Stunde auch irgendwie so Rare Gold farmen, weißt du? Und das muss man auch immer denken. Das stört mich hauptsächlich beim Transmog, weil du auch sehr lang brauchst. Also, wenn du auf Transmog gehst, musst du ja quasi auf Masse gehen. Es geht nicht anders, sonst wirst du nur demotiviert. Du musst dann tausende von Items im Auktionshaus haben, dass du auf deine Sales kommst quasi, ne? Und die immer wieder rauszunehmen, wieder reinzustellen, hat zwei negative Aspekte. Aspekt A, den du hast, ist quasi, dass du einen Haufen Zeit investierst. Und bei Transmog, vor allem bei Waffen, ist es so, dass du auch sehr viel, dass du da auch sehr viel Gold zahlst, ne? Weil sobald du Equip-Items hast, vor allem Waffen, zahlst du sehr viel Einstellgebühren und da frisst dir ganz, ganz schnell deine Auktionseinnahmen wieder auf mit. Deswegen bin ich kein Transmog-Fan. Das ist zu sehr auf Luck. Ich will jetzt gar nicht. Ja, doch, ist schon ein bisschen Luck, dass du halt einen Dummen findest, der dann überteuertes Transmog quasi kauft, ne? Weil es jetzt kein Handelsgut ist, das in Massen weggeht. Das sind halt so Liebhabersachen eher. Weil ich. Ja. Genau. Wenn man das so handhabt, ist das alles easy. Kannst du hier die Shredder killen? Weil die haben relativ viel Life, dann mache ich das Holz auf. Weil das musst du halt anklicken und das kann ich relativ easy machen. Das ist die Shredder, da brauche ich ewig, um die umzuboxen. Mein Gott, aber von dem Holz kriegst du auch nicht sonderlich viel, hä? Um Holz aufmachen, da bist du auch ein bisschen beschäftigt. Oh, habe ich den Schredder geedit? Ah, okay, du hast den Schredder umgeboxt. Das stimmt, TSM ist sehr kompliziert. Ich sag mal so, aber wenn du vorhast, im Auktionshaus mit Berufen viel zu machen, dann lohnt sich TSM für dich. Und zwar TSM verhält sich so. Du wirst sehr lang brauchen, um da durchzusteigen. Du wirst sehr lang brauchen, um Sachen einzustellen. Wenn du es aber gut eingestellt hast, wenn du dich gut auseinandergesetzt mit hast, kannst du sehr viele Sachen sehr weit automatisieren und musst nicht mehr viel denken und nicht mehr viel einzeln basteln. Und das kann dir eine große Hilfe dann sein. Wenn du Sachen nur im kleinen Rahmen machst, dann ist es für dich sinnvoller, dass du einfach Auktionator eins von diesen Addons nimmst und es einfach per Hand reinstellst. Dann ist das die einfache Variante. Ich bin aber jemand, wenn ich sowas mache, dann versuche ich immer auszureizen. Und dann ist für mich das sinnvollere Tradeskill Master. Ich habe aber schon wieder so viel vergessen, dass ich mich auch wieder hinhocken müsste, gucken müsste, wie funktioniert das alles mit den Gruppen, mit den Einstellungen. Da kannst du ja teilweise, also das Addon ist ja, wie man sieht, von Programmierern gemacht. Dann gibt es eben so bestimmte Formeln. Min-Buyout und Markt-Value-Dings und Zeug, also ich glaube, so Begrifflichkeiten, die du quasi dann bei deinen Operationen einfügen kannst für die Verkäufe. Und wenn du es richtig eingestellt hast, dann sind die ziemlich clever, die Sachen, ne? Wenn du es richtig eingestellt hast. Wenn du es falsch eingestellt hast, kann es dir aber auch über TSM passieren, dass du deine ganzen Waren, weil du deine Sales-Operation falsch eingestellt hast, zu einem Spottpreis raus hast und riesen Verluste einfährst, ne? Also deswegen sage ich, bei TSM sollte man wissen, was man tut, ja, bevor man da Großgeschäfte einsteigt, ja. Ist zumindest von Vorteil, wenn man weiß, was man tut. Ist bei den meisten Sachen von Vorteil, aber bei TSM auf jeden Fall. Deswegen sollte man da vielleicht ein bisschen gucken, wo man bleibt. Man sollte gucken, wo man bleibt. So, tun wir das da oben und dann können wir eigentlich hier die Runde fertig machen. Ja, so ist das.
Jo, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und gute Nacht, ne? Ah, ich denke mir, wenn wir hier konstruktiv miteinander reden, da, jeder hat eine andere Meinung, ne? Solange man sich nicht an die Gurgel geht, ist, glaube ich, alles gut. Ich glaube, das kann jeder ab, dass jemand eine andere Meinung hat oder an Sachen anders rangeht. Es kann ja nie so sein, das ist ja auch langweilig, wenn alle dieselbe Meinung haben. Dann geht ja auch keine Diskussion zusammen. So, ich muss bloß hier meine Tempos auslegen, weil meine Cola irgendwie ein wenig gewässert hat, ja? Blöderweise. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir hier unten herum. Und dann sind wir mit der Zone auch schon fertig. Dann können wir noch einen Spitzen. Ich bin am Überlegen. Ich weiß zwar eure Antwort wieder, aber soll ich. Also, ich weiß nicht, gut, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 11:30, ne? Theoretisch könnte ich eigentlich nur schauen, dass ich heute auf 100 komme. Eigentlich, ich mache ja in WoD immer bis 101, ne? Und dann die restlichen 9 Level über Invasionen, so bastle ich es eigentlich meistens. Das ist so ein bisschen meine Strategie an der Geschichte. Muss ich aber mal schauen, wie ich es genau handhaben werde. So, da müssen wir nämlich hier in das Loch rein. Das nehmen wir noch mit, dann sind wir, glaube ich, eh wieder fast bei einer Stunde. Weil meine Flasche ist gerade ausgelaufen, sehe ich. Das ist immer so der Indikator. Wo ist denn das Ding? Trank. Indikator dafür, dass quasi die Stunde durch ist. Aber warte mal, wir können hier eine Waffe anlegen, die ich noch nicht als Transmog habe. Ja, wunderbar. Hier unten ist nämlich ein Ding, was ich looten muss. Ah, jetzt hat er das Schild ausgezogen. Der hat mir einfach mein Schild ausgezogen, weil das andere anscheinend eine Zweihandwaffe war, was ich getransmogt habe. Ein bisschen blöd. Wäre cool, wenn das dann automatisch wieder anlegen würde. Zeit fürs Bettchen, ja. Ja, so ist das. Oh, war ja, wenn es schon so weit ist, dann solltest du lieber ins Bett gehen, ja. Das ist wahrscheinlich das Clevere an der Stelle. So, das Ding looten wir einmal. Und dann müssen wir oben mal ein paar Viecher killen. Ich sollte mal hier wieder ein bisschen was zum Teufel jagen von dem Zeug. In Taschen wieder halb voll hier. Ich habe sogar ein paar Pet-Battle-Steine, mit denen er wirtschaftet, ne? Die kann ich ja mal zurücklegen, weil die können wir gebrauchen noch an der Stelle. Schon, wir haben so recht viele Pet-Battle-Steine, ne? Ich habe den ja ein bisschen auch über Pet-Battle gelevelt. Den Rest können wir oben killen, das passt eigentlich ganz gut. Und die Pets können wir hier auch mal hinterlegen. Den Trank kann ich auch noch brauchen. Schauen wir mal. Die Sachen, oh, die Sachen kann ich auf jeden Fall auch brauchen. Dann müssen wir mal ein bisschen was loswerden, ne? Ah, hab so ein EP-Ding, hab ich noch. Ja, nice. Und wir müssen hier in diese komische Maschine rein und diese Viecher da tot schießen quasi. Vom Himmel entfernen. Ob ich einen Tipp geben kann, wie man Ruf in Legion farmt? Eigentlich ist es relativ simpel. Mach alle Emissary-Quests. Schau, dass du schön immer deinen Missionstisch benutzt und die Ruf-Tokens holst. Und das ist eigentlich, ja, das ist es eigentlich. Also viel mehr ist es nicht. Du kannst natürlich jede World-Quest machen, die da rumfleucht. Das ist aber zeitintensiv. Also das ist halt das Maximale, was du magst. Ach scheiße, ich brauche 4 von den 4. Wenn du halt nicht die maximale Zeit investieren willst, dann auf jeden Fall die Emissary-Quest, weil die bringen halt sehr, sehr viel. 1700 Ruf sind das. Und das ist halt nicht schlecht, ne? Und wenn du jetzt mit einem anderen Char schon ehrfürchtig bist, oder dann kannst du halt die Ruf-Tokens, die du über den Tisch hast, auch weitersenden. Und ich hatte ja am Ende irgendwie 40 Chars, die den Ruf auf ehrfürchtig hatten, konnte diese ganzen Tokens auf einen Char schicken. Ich habe das auf einen Menschen-Char geschickt. Und ich habe irre viele Ruftokens. Ich habe teilweise Ruftokens im Wert von 600.000 Ruf gehabt auf einem Char und konnte dann halt 60 Kisten aufmachen, ne? Teilweise sogar mehr. Ich glaube, das größte Opening, was ich hatte, waren, glaube ich, über 100, 120 Kisten waren das, ne? Das war mein 10.000 Abo-Special.
habe ich 120 Kisten auf einmal aufgemacht. Und ihr müsst rechnen, eine Kiste kostet ja 10.000 Ruf, ne, quasi. Also das waren quasi 1,2 Millionen Ruf, die ich da an Kisten aufgemacht habe. Und das ist viel. Da bist du oft ehrfürchtig. Also bei 1, du brauchst ja 21.000, brauchst du ja für ehrfürchtig, 12.000 auf respektvoll, glaube ich. Oder? Ja. Und dann wieder 6.000 wohlwollend, 3.000 freundlich. Also sind, glaube ich, 42.000, was du einmal auf ehrfürchtig von 0 auf ehrfürchtig sind, glaube ich, 42.000. Also, um die Dimension vielleicht mal ein bisschen zu sehen, 42.000, um eine Fraktion hochzukriegen. Und ich hatte halt 1,2 Millionen Ruf, also für einen Monat. Das war ein Monat, da, ne, wo ich das gefarmt habe. Gut, das habe ich nicht jeden. Ich glaube, es waren eineinhalb Monate, um richtig die Information. Es wurde halt jeden Monat mehr, weil ich mit mehr Chars ehrfürchtig wurde und die Sachen wieder weiterschicken konnte. Deswegen hat sich für mich rentiert, so viele Chars zu haben. War aber ein bisschen aufwendig, ne? Das war schon ein bisschen aufwendig. Und mit denen habe ich aber keine Emissary-Back-Quests mehr gemacht, weil das wäre zu aufwendig gewesen. Mit denen habe ich dann lediglich die Ruf-Tokens in der Garnison immer geholt. Nicht Garnison, in der Ordenshalle. Da musstest du einfach nur über die App die Mission immer losschicken. Das konnte ich in der Mittagspause machen. Das war relativ gechillt, also ja, das ging ganz gut. Das ging immer ganz gut. So. Die kann man noch holen. Das da unten bringt, glaube ich, nichts, soweit ich das weiß. Oh, jetzt wollte ich eigentlich dieses. Ach komm, ich beende die Episode, wenn ich 98 bin. Und dann machen wir die letzte Episode quasi noch. Und ich hoffe, dann komme ich nur auf 101. Die drei Level dürfte ich dann eigentlich in einer Episode hoffentlich packen, ne? Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ja, eigentlich wollte ich heute mal früher ins Bett gehen, aber das will ich eigentlich immer und das klappt eigentlich nie von dem her. Naja, so ist das halt. So ist das halt, ne? Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Wenn ich jetzt noch erholt wäre, dann würde ich hier nochmal ein gutes Stück mehr kriegen. So, ich weiß, die Kiste ist Bucky, die brauche ich gar nicht holen. Die gibt es nämlich nicht. Die gibt's, das brauche ich nicht machen. Das brauche ich mal nicht. Ich weiß halt mittlerweile, welche Sachen rumbacken und welche Sachen überhaupt EP bringen und welche keine EP bringen. Ne? Hier das Event bringt zum Beispiel gar keine EP. Das kannst du knicken. Warum Event spielen, wenn es keine EP bringt? Ne? Aber das weißt du halt irgendwann, wenn du es hier oft genug gemacht hast. Ne? Warte mal, welcher Tisch in der Ordenshalle? Der Missionstisch. Du hast mitgekriegt, dass man den Legion Missionen über den Tisch in der Ordenshalle machen kann, oder? Wenn ich die Folge beende, dann bist du AFK, okay. Können wir machen, ja. Können wir machen. Würde sagen, oder ich kann das Gebiet auch noch schnell fertig machen, das sind jetzt eh nicht mehr viele Teile. Und dann starten wir fix. In dem neuen Gebiet quasi rein, hier in Gorgrond. Dann komme ich quasi frisch mit 98 nach Gorgrond rein. Dann machen wir das so rum. Habe ich sogar zwei Gebiete durchgebastelt. Wie es ja eigentlich sein soll. Das war ja eigentlich das Ziel, zwei Gebiete zu machen. Aber jetzt pullen wir hier alles. Und weiter geht's. Da hinten ist nochmal ein Bonusziel hier. Das bringt recht gute EP. Da müssen wir hier die Dinger zumachen. Hau du mal die Mobs um, ich mach mal die Teile zu. Das dauert nämlich immer ewig. Das dauert ewig. Oh, jetzt kommen sie die Viecher an. Ach so, die kannst du sogar zumachen, wenn die Mobs sich verdreschen. Ja, das ist natürlich eine Eule, ist für sowas ideal, ne? Der macht seinen Starfall an und durch geht's, ne? Das ist Eule halt nice. Da ist es in einem Guardian, ist da eine Eule in so einem Content-Farm, ist da immer besser. Also ich glaube, besser als eine Eule in so Low-Zeug, auch zum Gold-Farmen, ne? Bei Low-Transmog-Runs ist eigentlich immer am besten. So, jetzt sind wir 98. 98 sind wir einmal. Du kannst eigentlich jetzt kurz AFK gehen, weil es kommt, glaube ich, jetzt eh kein Bonusziel mehr, ne? Ich klappe jetzt eh bloß die Dinger jetzt nur ab. Hier, da gibt es noch in der Höhle ein paar. Und, da müssen wir eh gucken. Höhle sind noch drei Stück drin. Hier sind noch ein paar. Und dann sind wir eh mit dem Gebiet einmal fertig, ne?
Das ging jetzt relativ schnell. Das ist relativ schnell gegangen. Hier oben, da, ich kenne die Dinger mittlerweile schon aus. Ja, alles klar, alles kein Stress. Dank dir eh, dass du da mitläufst. Das geht natürlich viel schneller, wenn. Also, hier, was die Sachen aufsammeln, da ist es wurscht, ja. Ob du alleine bist, aber bei diesen Bonus-Dingern, Bonus-Zielen quasi, das dauert natürlich wesentlich länger, wenn du alleine bist, ne? Weil du musst halt die ganzen Mobs umhauen. Und klar, wenn jemand dabei ist, der hoch ist, dann bringt es natürlich weniger P. Das ist logisch. Aber. Oh, nice, gut, dass ich das noch durchgekriegt habe. Aber die große EP kriegst du ja vom Abschließen und nicht vom. Na, sag's mir. Und nicht davon, dass die Mobs, dass du die Mobs killst quasi. Oh, jetzt schauen wir mal, wie viel Fallschaden ich hier krieg. Mal, das Ding muss ich aufmachen. Weißt du was, fickt euch. Ich kann das nicht aufmachen? Lol, während ich immun bin, kann ich keine so eine Scheiße aufmachen? Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Ich mache mich immun und hau und loot das Ding weg. Das war eigentlich mein ganzer Trick. So, weil jetzt muss ich eh einmal auf Tauchstation gehen. Und bis ich da runtergetaucht bin, ist eh alles resettet. Da ganz nach unten muss ich nämlich jetzt. Einmal ganz nach unten. Was mich gerade fragt, ist man eigentlich, kriegt man Atem? Also, wenn das Atemding auf 0 ist, man aber Bubble drückt, stirbt man dann trotzdem oder kriegt man Schaden oder kriegt man dann keinen Schaden? Und selbiges, gleiche Fragestellung bei Erschöpfung, kann ich durch die Bubble Schaden bei Erschöpfung kriegen? Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Das habe ich noch nie ausprobiert. Was haben wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann sind wir eh fertig. Die drei Dinger, das sind zwei in der Höhle, das ist Buggy und das bringt keine EP. Buggy bringt keine EP. Die weiß ich mittlerweile schon auswendig. Eigentlich könnte ich da mal könnte ich da mal einen Guide zu machen, was man gar nicht versuchen braucht, so holen. Naja, obwohl, das ist marginal, das sieht man ja selber, wenn man dran ist, ne? Das sieht man selber, wenn man dran ist. Das brauchst du auch nicht holen, bringt auch keine EP. Hier kannst du eigentlich alles holen. Hey, danke dir fürs Followen. So, raus aus dem Laden hier. Einmal raus. Diesmal muss ich mal schauen, dass ich nicht wieder aus dem BG gekickt werde, ne? Wie die letzten paar Male. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Weil eigentlich gibt es nur der Abschluss dann die Erfahrung. Halt, stopp, hier. Nee, das machen wir nicht. Zum Glück haben wir Hand der Freiheit. Das ist ganz gut als Parler. Gut, als Druid könntest du einfach rausstaffen, das ist gar kein Problem. Welche Klasse ich Main zu Battle for Azeroth? Hier in Druid. Mein jetzigen Main auch. Den ich seit Mitte Wattle als Main spiele. Ich habe nur einmal Mainwechsel gemacht. Classic, Burning Crusade, Anfang Wattle war ich Hexer Main. Und seit Mitte Wattle bin ich Druid Tank Main. Halt nichts davon, immer Klassen zu hoppen, nur weil eine mal ein bisschen besser ist. Und bei den Tanks ist es ja immer so, da ist immer mal ein anderer Tank besser. Weil der Druide jetzt relativ stetig auf einem guten Niveau war, ne? Manchmal war er der Beste, manchmal war er im Mittelfeld. Ich glaube, ganz schlecht war er selten. Aber selbst dann, also ich weiß noch, gab da mal teilweise Nerfwellen, wo echt alles genervt worden ist. Und das ist dann zwar ätzend, ne, aber es hilft ja nichts. Dann bleibe ich trotzdem auf meiner Klasse. Ach, mehr kann ich nicht tragen. Okay, jetzt muss ich aussortieren hier. Und mal zum. Hier, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Das ist vom Schar. Weg damit. Das ist ein Toy, auch weg damit. Da steht zwar ein Händlerpreis dran, aber irgendwie kannst du die mal nicht verkaufen, die Teile. Nee, Anti, der wollte noch einen Film angucken. Der ist ausgeflogen, der Junge. So, die zwei Teile noch und dann. Gut, sind wir jetzt aber schon 10 Minuten über die Folge drüber, ne? Ich und meine Stundenlänge, dass man nur einhalte. Klappt immer nicht so hundertprozentig. Aber wir haben ja heute schon zwei Chars, ja, zwei Chars auf 110 gebracht. Einmal den Monk, ne?
den ich vorher das letzte halbe Level gemacht habe und dann den Taurenpaladin, den ich geboostet habe, um danach festzustellen, dass ich mir lieber den Alichar geboostet hätte. Naja, gut. Weißt du immer erst hinterher, was besser gewesen wäre. 1, 2 sind es noch. Na gut, hätte ich eigentlich vorher hier beim Rüberfliegen schon mal mitnehmen können. Wäre vielleicht cleverer gewesen, aber gut. Aber gut. Oh, das ist sogar relativ viel Gold wert, das Ding. Hauen wir das mal auf den Kopf. Hat's auch schon wieder ein Viertellevel gebracht, ne? Das restliche Zeug. Was soll man den Mongo und den Paladin sagen? Den habe ich auf dem zweiten Account. Das kann ich dann gleich zeigen. Wenn ich da Autoflug nach unten mache. Dann ziehe ich mal den zweiten Account kurz rein. Dann kann ich das mal schnell zeigen. Die ganzen Sachen kann ich dann einfach mal verticken. Beziehungsweise ich kann auch mal ein bisschen was anziehen. Dann habe ich vielleicht auch mal ein bisschen besseres Gear an der Stelle. So, letztes Teil hier in Talador aufgemacht. Wie gesagt, die anderen Sachen sind buggy oder ewig tief in Höhlen, dass es sich nicht lohnt zu holen. Damit beenden wir jetzt zumindest mal die Episode. Wir sind jetzt auf Stufe 98 und ja, fast ein Drittel, würde ich sogar sagen, das wir haben. Und ja, jetzt haben wir noch zwei Gebiete vor uns, Nackrand und Spitzen von Arrak. Die werden wir dann in der nächsten Episode einmal basteln. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns da wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.